Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 23. April hier um 10.30 Uhr. Wir schauen auf den deutschen Markt, auf den DAX speziell und sehen hier einen klaren Rückschlag. Die gestern angenommene Erwartungshaltung hier im Sinne einer Stabilisierung und dann doch wieder aufstrebender Kurse muss hier in Akta gelegt werden. Und das ist gleich der Grund, warum wir uns hier direkt mal dem Stundenchart zuwenden. Denn wir nähern uns einem sehr, sehr wichtigen Level. Gut, schauen wir auf den DAX. Letztlich hier Chance vertan. Ja, das Level um 11.900 Punkte, der Wochenpivotpunkt bereits in den letzten Sendungen erwähnt, konnte hier nicht dienen, auch wenn gleich hier am gestrigen Handelstag diese leichten Rücksetzer tatsächlich hier im Bereich 11.800 ihren Halt fanden. Der DAX dann praktisch nach oben strebte, aber hier nicht wirklich Aufwärtsdynamik entwickelte, sondern vielmehr, Sie sehen es hier über den Nachtsession, Asia-Session, seitwärts oszillierte. Und dann gab es hier in der Früh am Morgen hier nochmal richtig den Knaller obendrauf. Ob das jetzt die negativen Daten vom Einkaufsmanager-Index waren, die hier reinströmten für die EU und Deutschland am heutigen Morgen, das sei mal alles dahingestellt. Grundsätzlich hat der DAX es nicht geschafft, hier 11.900 Punkte zu verteidigen, Schrägstrich dieses Niveau zu etablieren und eben von diesem Level aus anzusteigen. Und das führt dazu, dass die letzten Tage, also sprich die Montag- und Dienstagserholung, ja, rein korrektiver Natur waren und der Bias, der ja letzte Woche grundsätzlich negativer Natur war, hier weiter an negativer Erwartung Zuspruch erhält, will ich sagen. Weil der Markt es nicht geschafft hat, hier wichtige Levels nach oben zu erreichen, vielmehr eben jetzt nach unten wieder abtaucht und die Marke von 11.8 ist durch. Das ist ein Unterstützungslevel gestern gewesen. Nunmehr klarer Widerstandsbereich. Sollte der DAX auf die Idee kommen, sich hier zu erholen von 11.7 aus, dann ist das hier definitiv ein sehr, sehr starkes Umkehrlevel und die Tendenz, da muss man ja ganz unverblümt davon ausgehen, ist jetzt weiter abwärts gerichtet. Speziell unter 11.700 per Tagesschluss sieht es sogar ganz bitter aus, dahingehend, dass hier die Niveaus, die auch in der letzten Woche schon angesprochen wurden, für einen möglichen weiteren Ausverkauf die Niveaus auf der Südseite 11.400, 11.300 Punkte dann sicherlich erreichbar sein dürften. Die heutige Schwäche unterstreicht nochmal den Abgabedruck der letzten Woche und insofern auch, das muss man natürlich auch berücksichtigen, die Tatsache, dass der DAX ja sehr gut gelaufen ist, beinahe 50% in 6 Monaten, das ist natürlich eine Situation, die hier durchaus zu Gewinnmitnahmen veranlassen sollte. Und die technische Situation, die letzte Woche sich schon sichtlich eintrübte, hier mit der Erholung vom Wochenbeginn scheinbare Erholung erfuhr. Aber man muss jetzt ganz klar unterstellen, der Markt deutet hier faktisch weitere Verluste an. Es ist davon auszugehen, dass wir hier nicht fertig sind nach unten. Neue Wochentiefs, neue Mehrwochentiefs sind hier mit Sicherheit zu erwarten. Hier im Stundenchart jetzt mal diese Abwärtstrendlinie eingezeichnet, die hier nochmal die Widerstände auch unterstreicht auf der Oberseite. Hier speziell 11.880, 11.900 Punkte. Da scheint mir der DAX hier Wochenpivotpunkt jetzt nicht mehr drüber ansteigen zu können. Die nächsten Ziele auf der Unterseite sind hier 11.400 Punkte und tiefer. Kurzfristige Erholung könnten hier, wie gesagt, bei 11.800 Punkten bereits stoppen. Und unterhalb von 11.700 Punkten sieht der DAX ohnehin nicht gut aus. Gehen wir direkt mal in den Tagesschart. Da auch die Situation gestern für den Fall, dass wir hier eben 11.9 halten, 11.8 nochmal antesten. Das sah, wie gesagt, eigentlich ganz gut aus, aber mit der heutigen Kerze muss man hier interpretieren, die Bären haben hier noch weiteren Druck zur Verfügung, können hier noch weiteren Druck aufbauen. Ich erlaube mir auch diesen Fall direkt blau zu machen. Ich rechne jetzt durchaus damit, dass wir hier 11.350, 11.4, 11.300 in diesem Bereich, in diesem Segment ansteuern sollten. Wir haben ja auch hier auf Tagesbasis jetzt den ganz, ganz sauber justierbaren Abwärtstrend im Preisverlauf drin. Unterhalb dessen bleibt der Markt jetzt bärisch. Wir müssten, wenn dann schon deutlich über 11.9 rausziehen, um hier wirklich nochmal positive Signale zu setzen. Dann haben wir hier bei 12.060, 12.100 hier die Intraday-Widerstände, die wir auch im Stundenchart gestern schon besprochen haben. Ist aber augenblicklich eher nicht erreichbar. Der Markt hat hier die korrektive Erholung vom Wochenbeginn jetzt tatsächlich negativ aufgelöst und das spricht dafür, dass wir hier nicht fertig sind nach unten. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier alles rot, da dies, wie gesagt, jetzt Widerstandsbereiche sind, 11.8 insbesondere und knapp drüber 11.875 genauso. Können wir nicht vorstellen, dass der DAX jetzt darüber hinaus ansteigt. Bullisch, wie gesagt, wäre es erst wieder, wenn wir diesen Abwärtstrend durchbrechen und deutlich über 11.9 ansteigen. Ist aktuell nicht zu erwarten. Sie sehen es, wir gehen jetzt hier schon Richtung 11.7. Unterhalb dessen, gerade bei Tagesschluss, werden hier die weiteren Ziele aktiviert und richtig spannend wird es, das muss man natürlich jetzt ganz klar sagen. Also es ist hier durchaus noch eine Korrektur von bis zu 300 Punkten zu erwarten. 11.400, wenn nicht sogar
400 Punkte. Diese große Aufwärtstrendlinie dieses Kanals hier von Ende letzten Jahres, das wird jetzt eine sehr, sehr spannende Situation. Hier dieser Bereich ist in diesem grünen Pfeil, den ich auch in der letzten Woche da schon gemarkert hatte, nach dem Motto, hier könnte der DAX hinfallen. Die Erholung, wie gesagt, vom Wochenauftakt rein korrektiv. Jetzt müsste es weiter runtergehen. Und insofern muss man hier so ein bisschen die Fahnen im Wind spielen. Wenn der Markt eben hier was anderes macht als eben hier eine Erholungsfortsetzung, ist es jetzt hier vielmehr ganz klar zu präferieren, dass der Markt dann jetzt ganz klar nach unten weiter abdrehen will. Und wir haben hier eben bei 11.400 den ersten guten Supportbereich, der eben von 11.4 bis 11.350 reicht. In diesem Bereich sind die Chancen gut, dass der Markt eine Stabilisierung erfährt. Wenn er es nicht schafft und hier tatsächlich das Level von 11.300 aufgeben sollte, sprich diesen großen Aufwärtstrend hier seit Ende letzten Jahres, dann muss man natürlich hier sich vielleicht sogar an diesem Abwärtstrend orientieren, der hier den DAX dann noch deutlich tiefer führen könnte. Zu weit in die Zukunft will ich jetzt gar nicht blicken, da diese Sendung ja ohnehin täglich ist und wir den DAX jetzt auch dahingehend täglich auswerten werden. Insofern hege ich jetzt erstmal den Verdacht, dass wir zwischen 11.350 und 11.4 eine gewisse Stabilisierung aufbauen. Wenn es dort nicht reicht für einen Wiederanstieg, dann muss man die Situation natürlich generell neu bewerten, weil dann hat der DAX sicherlich nach unten noch einiges an Abwärtspotenzial. Soll heißen, hier sell in May and go away. Wer weiß, es könnte sich bewahrheiten, dass wir über den Sommer hinweg eine zähe seitwärts-abwärts gerichtete Phase sehen. Man kann es nicht ausschließen. Und insofern bereiten wir uns mal auf das vor, was sich jetzt hier so vorsichtig andeutet, nämlich hier oben so eine gewisse Top-Bildung beim DAX. Hier nochmal die graue Alternation. Wenn wir über 11.9 rausgehen, sehr dynamisch, man weiß ja nie, unser Fed-Chef oder Fed-Chefin Janet Yellen vielleicht hier mit irgendeinem Impuls kommt und Mr. Super Mario Draghi in das gleiche Rohr bläst, wer weiß, dann haben die Märkte plötzlich wieder Auftrieb. Ich will es nicht fundamental begründen, aber technisch ist das hier schwerlich denkbar, dass wir neue Hochs machen. Allerdings könnte sich eben über 11.900 die Situation doch noch vielleicht aufklären. Sehe ich aber aktuell eher weniger Chancen. Und das soll es auch schon gewesen sein für die heutige DAX-Beschau. Nachher nehmen wir noch einen Einzeltitel in den Fokus, wenn Sie dahingehend einen Wunsch haben für eine spezielle Aktie aus dem MDAX, SDAX, TecDAX, whatever, dann schreiben Sie das ruhig als Kommentar unter die aktuelle Sendung im Streampost. Und ansonsten verbleibe ich bis zum späteren Nachmittag. Ihr Christian Kämmerer wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.